Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Sag mal, ist das Vögel? Warum zucken die so? Und ich krieg schon wieder eine Quest da hinten. Hä? Ist das denn Vögel? Die sieht so aus wie Vögel. Oh Gott, die sieht so bösartig aus. Das ist aber nicht Vögel, ne? Das ist irgendeine... Warum zuckelt die denn so? Was ist denn mit der? Die arme Frau hat Zuckungen. Ja, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Alexios Bexios und wir kriegen hier schon wieder eine neue Quest. Ich wollte eigentlich weitermachen. Nachdem du den Namen meines Freundes auf der Liste der Bürger gefälscht hast, gibt es noch etwas, das du erledigen musst. Wie immer. Natürlich. Wenn du mir vorher davon erzählt hättest, wäre es vielleicht schon erledigt. Vielleicht. Aber auf diese Art bekomme ich dich öfter zu sehen. Sag mir einfach, was du willst. Bedauerlicherweise macht Sofanes Name auf der Liste ihn noch nicht zu einem Bürger. Er braucht zusätzlich einen Bürgen, der seine Bürgerschaft bestätigen kann. Ja, dich? Und du willst, dass ich dieser Bürger bin? Wenn es doch nur so einfach wäre. Nein, ich habe jemand anderen im Sinn. Einen außerordentlich attraktiven Mann namens Peros. Ich finde deinen attraktiven Bürgen. Perfekt, ich wusste, dass du mir helfen wirst. Ja, hab ja sonst nichts zu tun. Gibt es einen guten Grund, warum wir nicht die Bürgen sein können? Natürlich. Der Bürger muss ein Bürger Athens sein, doch kein Freund des anderen. Und sei vorsichtig bei Peros. Man kann sich nämlich leicht in seinen Augen verlieren. Ja, ach ja. Da habe ich keine Sorge. Wenn danach noch was kommt, will ich es jetzt wissen. Aber ja, das sollte wirklich alles sein. Sollte? Ist. Na, wir werden sehen. Wo finde ich Peros? Er ist oft beim Gerichtsgebäude auf der Ostseite der Agora. Und um was genau soll ich ihn bitten? Peros muss aussagen, dass Sophanes Eltern beide Athener waren. Wie du ihn dazu bewegst, ist deine Sache. Also ich sollte ihn nicht töten nach Möglichkeit. Bürge für ihn. Bürge. 290 Meter. Das geht ja. So, was machen die hier? Wieso fliegt da eine Vase durch die Luft? Hä? Wieso fliegen hier Sachen? So, habt ihr einen Arsch offen, Freunde? Saul, ihr seid alle bescheuert, das arme Tier. Ich glaube, es hackt. So, ja, Bikini. Hallo, da ist wieder die Zuckelige. Fliegen einfach Sachen durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So. Oh, warte. Hier ist wieder eine Band. Ich singe mit geschlossenem Mund. Bauchreden tut mir so gut. Zwei Flöten nehme ich gerne in den Mund. So. Aber trotzdem schönes Lied. Auch wenn die natürlich nicht sehr synchron sind. Das finde ich immer noch so cool hier. Huch. Drücke Ikaros. So. Der Bürger. Da bist du ja. Muss ich da irgendwas beachten? Also ich hoffe, ich darf da einfach reingehen und dann rede ich mit dem und dann passt das schon. Oder muss ich da wieder geheim? Das ist... Nee, ich glaube hier ist... Nee, da hinten ist so ein, da hinten ist irgendwas. Was Gebäude? Logismus. Das ist Logismus, wo man mit muss. Okay, wir können da einfach rein stolzieren. Das geht. So. Sehr viele Statuen hier. So. Und auch da wird wieder gesungen, ganz liebliche Weisen, wunderschön. Gefällt mir sehr gut mit den Gesängen und so im Game. Ich mag diese Entwicklung auch, dass in viel mehr Spielen dann immer irgendwelche Lieder irgendwo sind und so, das mag ich mal ganz gerne. Und den Mann findet Alcibiades attraktiv? Da kann ich ihm beim besten Willen nicht zustimmen. Ich habe mich gerade in seinen Augen verloren. Wo bin ich? Geh und sag Dion, dass ich ihm nichts mehr gebe. Wenn er mit mir reden will, dann soll er selbst kommen.
Schulden interessieren mich nicht. Oh, was willst du denn dann? Ja, vielleicht müssen wir ihm dann auch helfen. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Nun, eigentlich würdest du einem anderen helfen. Die Tatsache, dass man dich schickt, sagt mir, dass ich es besser nicht tun sollte. Du musst nur die Bürgerschaft deines Mannes bestätigen. Alkibiades sagte, das sei für dich ein leichtes. Alkibiades? Der ist aber hartnäckig. Und wer ist der Mann, dem ich helfen soll? Sein Name ist Sophanes. Sophanes? Den Namen kenne ich gut. Aber ich helfe dir nicht, wenn es um ihn geht. Warum nicht? Ich kenne ihn nicht. Warum willst du ihm nicht helfen? Typisch Söldner. Nie holt ihr euch vorher alle Informationen. Sophanes verriet seine Männer für Geld. Er verdient den Tod, nicht die Bürgerschaft. Ach. Hör zu, es ist nicht deine Schuld. Du hattest keine Ahnung, aber jetzt weißt du es. Na komm, wir bezahlen ihn, wir brauchen eh Geld. Was soll's? Es klang, als würde Dion jemanden schicken, um Geld von dir einzutreiben. Wäre es nicht schön, wenn du ihn bezahlen könntest? Ich tue, was du verlangst. Aha. Er verriet Leute für Geld, das ist furchtbar. Und jetzt hat er quasi für Geld seine Prinzipien verraten. Ach naja, so funktioniert es hier offenbar. Und die 200 holen wir uns hoffentlich zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Ich wollte den natürlich nicht angreifen, weil ich ein bisschen Angst hatte, wir verprügeln ihn, er ist ja tot und dann können wir die Quest nicht lösen. Also habe ich einfach... Ich wählte den politischen Weg. Lass mich raten, wir dürfen hier nicht rein. Oh. Ich sollte möglichst unbesehen bleiben. Entschuldigung. Doch, doch, das geht schon. So. Da müssen wir auch aufpassen. Entschuldigung, Freunde. Hallo? Okay. Ich frage mich, ob es die Xbox ist oder was auch immer. Na gut. Du bist zurück. Sokrates offenbar auch. Genau wie du bekommt er einfach nicht genug von mir. Mhm. Es gab doch keine Probleme. Nein, ich musste nur ein bisschen nachhelfen. Ach, das hatte ich befürchtet. Tja, du hast das Richtige getan. Du hast mir etwas vorenthalten. Und es wäre schön gewesen, davon zu wissen. Ich glaube, Menschen wie Sophanes verdienen eine zweite Chance. Ich dachte nicht, dass dir das etwas ausmacht. Lass mich nächstes Mal selbst entscheiden, was mir etwas ausmacht. Verstanden. Dann werde ich Sophanes Bericht erstatten. Tun schlechte Bürger nicht schlechte Dinge und gute Bürger gute? Kann man überhaupt wissen, ob jemand gut oder schlecht sein wird, ohne ihm eine Chance zu geben? Niemand bleibt ein Leben lang gleich. Ein schlechter Mensch kann sich bessern. Doch ist es nicht umgekehrt genauso? Ein Mensch, den man für gut hält, kann ein schlechter Mensch werden. Oh ja. Woher weiß man, wie sich jemand heute verhalten wird, geschweige denn morgen? Oh ja, Viva. Wir können ihre Taten zu Rate ziehen, wir können es nicht wissen. Die Vergangenheit zeigt uns, was sein wird. Der leichte Teil meines Berufs beruht darauf, wie berechenbar Menschen sind. Dann muss ein Verbrecher wie Sophanes mit seiner Entscheidung leben, ohne Hoffnung, anders gesehen zu werden. Ich frage mich, ob schlechte Taten gute aufwiegen oder gute Taten schlechte. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Den Göttern sei Dank. Ach ja, Streitkolben der Gerechtigkeit und 292 Drachmen haben wir trotzdem noch 92 verdient. Immerhin. Bürge für ihn, damit ist das schon mal durch. Dann... Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt noch... Komm, ich guck mal auf der Karte. Wir können ja hier... Nicht hier so? Ja, wunderbar. Hier haben wir wieder eine neue Quest. Ort synchronisieren haben wir schon. Freie Meinungen, Sokrates. Aber dann müsste ich da wieder hin. Was haben wir denn hier? Markt der Armen. Schatz plündern.
auf dem Markt der Armen. Den Schatz plündern. Das ist fast schon ein bisschen gemein. Athens Münze. Die ganzen Häuser hier können wir theoretisch auch irgendwann noch machen. Wir sind momentan hier oben. Da ist noch das Waffenlager. Da können wir auch Kriegsvorräte plündern. 3 Stück. Und Schatz plündern. Können wir theoretisch auch durchgehen. Hier ist noch ein unentdeckter Ort. Da würde ich gerne mal hin. Da machen wir erstmal diese kleinen Sachen. Und theoretisch, wir müssten... Das können wir vielleicht... Weiß ich nicht. Also ich mache das jetzt wahrscheinlich nicht im Let's Play, dass ich wirklich jeden Ort abschließe. Das sind Sachen, die kann ich dann vielleicht privat machen oder was auch immer. Lass mich raten, da oben darf ich nicht lang. Ich sehe das doch. So. Hier zum Beispiel Tempel. Sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja. Ne, zum Beispiel da oben den Tempel und so. Dass ich das dann irgendwann später mache. Das muss ja nicht... Ich muss nicht alle Gebäude hier im Let's Play machen. Oder vielleicht irgendwie nach dem Let's Play, dass man da die Gebäude abgeht. Falls da jemand überhaupt noch Bock drauf hat, das weiß man ja nicht. Das Spiel wird, glaube ich, eh noch lang genug gehen. Schon lange keinen Kopfgeldjäger mehr gehabt, ne? So. Ich nehme mal diese Abkürzung hier. So. Oh. Kann er mich hier gesehen haben? Noch nichts weg. Verdammt, jetzt reicht's aber. Geht so. Kommt er hier auch wieder hoch? Ja, er ist hier. Schnapp dich. Hä, wieso kann er healen? Da hinten. Ich reiß dich in Stücke. Das ist unten irgendwo. Bist du hin? Hier bin ich. Normaler Spielchen, Freundchen. Versteck dich, wie schwach du bist. Ich verstecke mich. Oh. Ich wollte das wirklich nicht. Ihr wisst, dass ich es nicht wollte. Befehls... Ach, das haben wir schon gemacht. Alles klar, dann noch ein Schätzchen plündern. Ja, das müssen wir nicht alles im Let's Play machen. Das können wir auch hinterher tun. Hat sich jetzt halt so ergeben. Da kann ich nichts für. Ich sollte mal nachsehen. Ja, was soll's. Der Him... Der Hermipos. Hermipos. Ja, wahrscheinlich nicht wirklich in den Büschen, ne? So. Okay, da vorne haben wir wieder Leute. Da oben war gerade... Oder war das eine Flagge einfach nur? Da läuft noch jemand. Das heißt, wir haben... Ganz kurz, wir haben hier offenbar noch nicht alle gescannt gerade. Jetzt aber. Ich glaube, es war nur noch einer, den wir nicht gescannt haben. Okay, wir müssen... Wo ist denn jetzt... Wo ist denn hier dieses Fragezeichen? Oder war das... Ich glaube, die Residenz war schon das Fragezeichen, ne? So, fertig. Haben wir abgeschlossen. Dann können wir auch wieder weiter. So, haben wir es erledigt. Auch gut. So kann man es halt auch machen. Wir müssen ja nicht unbedingt alle ausschalten. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Soll ich mich vielleicht mal dran halten. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Und da war noch Besitzfolge. Wertsachen und Diebe. Dann machen wir das. Wir arbeiten uns da einfach hin. Machen wir das einfach so. Okay.
So. Das ging relativ zügig und dann. 100 Meter. Hallo, mal, mach doch einfach. So. Geht doch auch schneller. So, was haben wir denn da? Durchbruch in der Nordmauer. Neuer Ort entdeckt, Befehlshaber ausschalten und plündern. Glaub mir, du willst überhaupt nicht hier sein. Will ich nicht. Okay, na gut. Dann schaue ich mal ganz kurz. Was haben wir denn da? Wo ist hier ein Befehlshaber? Da ist der Befehlshaber. Und die Truhe ist wo? Ist das die Truhe? Ich glaube, das dürfte die Truhe sein. Da hinten ist noch irgendwo eine Truhe. Können wir uns später angucken. Was ist das für ein Geräusch? Mal gucken, wie die hochkommt. Kommt der hoch oder bleibt er unten? Probieren wir es mal aus. Na, Pampelmus? Aufs andere Hausdach. Ich wollte ihn runtertreten. Ah, sehe ich noch nicht. Mach mal. Boah, das ging aber gut. Ich brauche euch und eure Waffen. Huch. Oh, das wollte ich gar nicht. Mist. Das war der Befehlshaber. Oh, das ist nicht gut. Ich wollte jetzt in aller Heimlichkeit natürlich die Kiste holen. Komm, gegen Bauern kämpfe ich nicht. Greifen mich sogar die Hühner an? So, kommt da noch jemand? Ich glaube, hier müssen wir safe sein. Ich hole mir jetzt nur noch die Truhe, dann haben wir das auch. Guck mal. Die suchen schon verzweifelt. Ich muss mich jetzt hier nicht zu erkennen geben. Ich hole dann gleich die Truhe ganz heimlich und dann haben wir es durch. Okay, offenbar willst du einer wissen. Überhaupt nichts. Haltet die Augen offen oder ihr seid Vogelfutter. Furchtbarer Tod. Wir finden jedes Versteck. Okay. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so günstig. Kommt er hierher? War da was zu sehen? Nichts. Wir suchen, bis wir fündig werden, klar? So wird's gemacht. So, warte. Damit es nicht zu langweilig wird. Wer ist denn kommen? Götter! Keine Angst, der Söldling ist so gut wie tot. Der hört das nicht. Shit. Nicht einen Schritt weiter.
Ich dachte, das ist spannender, als wenn man... Ich sollte vorsichtig vorgehen. Ach so. Okay. So, die kriegen wir nicht unbeschadet. Ein Pfeil reicht da nicht aus. Ja, jetzt kriegen wir da Kopfgeldjäger wahrscheinlich, ne, wenn die uns weiter erwischen. So, mal gucken, ob wir den hinkriegen. Hier, sagt er und läuft weg. Kriegen wir gleich einen Kopfgeldjäger. Nee, komm. Ich wollte nur die Truhe haben. Eigentlich wollte ich nur die Truhe haben. Ich find's nicht gut in Athen gegen athenische Soldaten, athenologische. Ich kämpfe nicht gegen Bauern. Es sei denn, er kommt hier hoch. Dann wäre ich ungeheilt. So, bis sie alle beruhigt haben, bleib ich mal hier. Gleich kommt ein Kopfgeldjäger. So. So, wer ist denn? Eigentlich die Reizbare. Aber die sind ja sowieso so generisch austauschbar, haben wir festgestellt. Eigentlich fand Menschen höchst lästig. Wohin sie auch ging, versuchten Leute ihr Dinge zu erklären, als wäre sie eine Idiotin. Eines Tages beschloss sie, nichts anderes von den Leuten mehr hören zu wollen, als bettelnde Rufe um Gnade. Es heißt, mit der Zeit seien ihr selbst die lästig geworden. Das klingt nach sehr vielen Menschen, die ich kenne. So, die hängt da hinten rum. Irgendwer wird die auch bezahlt haben. Achso. Ob wir den hier finden, den Bezahler? Da hinten. Was? Das Kopfgeld ist wieso gleich weg? Das Kopfgeld ist eh gleich weg. Ich guck dann lieber mal auf der Karte, dass wir uns was Vernünftiges suchen, statt dass ich jetzt zurückrenne und da noch irgendwen. Dann gehen wir mal lieber hier zur Besitzfolge. Bis dahin ist das Kopfgeld weg oder die Kopfgeldjägerin. Eins von beiden wird bis dahin verschwunden sein. So, sind eh nur 100 Meter. Das wäre eh gleich. Da brauche ich gar kein Pferd rufen.
Da, 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 da. So, da wir uns entfernen, kommt die Kopfgeldjägerin bestimmt gleich hinter. Oh! Ja, das ist ja ein Glück jetzt. Na toll. In the circle of life. La 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 la. Circle of Life. Ich hab gedacht, die wird mich erwischen. Puh, also gegen zwei Löwen zu kämpfen, ist nicht unbedingt immer eine gute Idee. Okay, Kopfgeld, Tuse ist da hinten noch. Zum Glück ist sie jetzt nicht dazu gekommen. Die hängt da hinten auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Mauer. So. Schieß. Was haben wir denn hier? Oh. Ja, siehst du meine Fähigkeiten? Noch einer? Das war's, ne? Drei Löwen. Die haben hier das Ding bewacht. Alles klar. So, was sagt die Fähigkeit? Zwei Fähigkeitenpunkte haben wir wieder. Eins und drei. Nein. Da können wir ja mal gucken. Wo arbeiten wir uns langsam mal hoch? Was kommt denn hier schönes? Extrem? Bitte den drei von anderen Segmente. Okay, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Können wir sogar schon erwerben. Es lohnt sich, verstärken deine Rüstung um 90%. Oh. Ich mache erstmal das hier. Rüstung und dann mache ich mal hier. Extrem starke Angriff. Drücke RB und RT. Oh, okay. Okay, okay, das muss ich. Ich hoffe, das. Ja. Ich hoffe, das erschließt sich mir dann auch. Gut, Quests. Ja, erstmal hier. Das haben wir schon abgeschlossen. Hier reich an Gedanken. Brauchen wir nicht. Da drüben sind noch ein paar Orte. Hier ist Kopfgeld. Wir haben jetzt unten eine Nebenquest. Und das hier ist Perikles, glaube ich, ne? Ja, Perikles, der Vater der Demokratie. Ja, wir haben hier halt noch. Ich würde mir das noch holen, aber dann würde ich halt eine Quest wieder weitermachen. Und zwar würde ich gerne noch irgendwie diesen einen Zweig bei den Kosmonauten würde ich gerne noch machen. Bei dem Kult des Kosmos würde ich gerne den einen Zweig schon mal. Och nö, ernsthaft. So, habe ich alle eingesammelt. Ich habe nicht geguckt, wie viel Leder wir jetzt haben. Aber ich brauche das Leder ja leider. Ich wünschte, das wäre nicht so, aber das sind halt böse Tiere, die haben zuerst angegriffen. Ne? Da habe ich jetzt nicht, da kann ich jetzt nichts für. So. Parnes Jagdgründe. Alpha-Tier erlegen.
Man fragt sich, was das Alpha-Tier hier ist. Ja, wahrscheinlich das da. Oh. Nein, das lasse ich erstmal lieber. Könnten wir machen, aber ganz ehrlich, ich will eigentlich nur das Ding da hinten und ich würde gerne weiter Quests machen. Dahin! Soll ich da hinkommen? Okay. Ich will Quests machen. Kämpfen können wir, glaube ich, noch oft genug. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, bei Assassin's Creed Odyssey werden wir 2 oder 3 Kämpfe werden wir bestimmt noch austragen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wäre im Rahmen des Möglichen. So. Dort droben. Oh, Tag, Freunde. Kümmert euch nicht um mich. Ich entweihe hier nur eure Sakrileg-Stecken. Und einmal synchronisieren, bitte. Oh. Ja, 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 ja. Ein schöner Abschluss dafür. Gut, was haben wir denn jetzt auf der Karte freigedeckt alles? Nicht wirklich viel, wir haben es nur synchronisiert. Aber ehrlich gesagt wussten wir es vorher schon. Marmorsteinbruch, da waren wir auch schon. Da haben wir den Typen befreit. Kopfgeld ist auch wieder weg. Zumindest ein Teil davon. Ansonsten, wir müssten hier unten bleiben, glaube ich. Ne? Ah ne, Attika. In ganz Attika müssen wir suchen. Oh Gott. Ganz Attika. Irgendein Steinbruch, das kann... Na gut, ich meine, hier gibt es einen Steinbruch, Marmorsteinbruch, aber da haben wir eigentlich schon alles geholt. Der Polemarch einer Festung in Attika. Festung gibt es hier halt auch tausende. Um die alle zu besiegen, müssten wir, glaube ich, alle Fragezeichen abklappern, oder? Einem Kultisten gehören ein Steinbruch und ein Sklavenhandel in Attika. Hilft den Leuten in der Nähe. Können wir ihn hier verfolgen. Level 21. Sind wir jetzt natürlich auch. Das ist der... Oh, das ist der da ganz hinten. An der Südspitze des Kontinents, glaube ich. Hilft den Leuten in der Nähe. Ui. Ist das nicht der hier? Ne, ist ein anderer. Okay, das ist der Große. Der ist hier hin. Ach du Scheiße. Ja, komm, dann mach das. Das verfolgen wir dann vielleicht nicht unbedingt ganz so aktiv. Dann würde ich vielleicht doch lieber Quests machen. Und dann nehmen wir die Spieler vielleicht später ein bisschen mit. Wir auch schon aufgedeckt haben und so. Die Augen des Kosmos, was war hier? Danke jenen. Enttarn und eliminiere den Zweig der Augen. Ja, alles klar. Okay, Insel des Unglücks. Auf der Insel Chaos, dann würde ich da vielleicht als nächstes hindüsen. Die Gastfreundschaft der Piraten. Und auf der Karte würde ich mir ganz kurz lieber den Hafen markieren. Wir können natürlich hier lalala und dann da runterreiten. Silberberg waren wir übrigens auch noch nicht. Wir müssten eigentlich, hier ist unser Boot. Wir müssten da nochmal komplett zurück zum Hafen. Aber das würde, glaube ich, dauern. Schnellreise? Machen wir Schnellreise. So. So, Kopfgelder bezahlen kostet uns 123 gerade, könnte man theoretisch auch machen. Aber da gebe ich kein Geld für aus. Ja. So. Schnellreisen sollten wir ruhig öfter mal machen. Also bei dem Spiel verzeihe ich mir das sogar. Auch wenn das Rumlaufen selber sehr viel Spaß macht, das Erkunden sehr viel Spaß macht. Aber es ist halt so riesengroß alles. Uiuiuiuiuiui. Zerlegen von Ausrüstung und Waffen ist auch eine gute Alternative. Und bei Olivenholzen, ja, das stimmt schon. Das Gegner mit dem Spatial, ja. Dankeschön. Willkommen zurück! An Bord liegt eine Nachricht für dich. Sie kommt von den Delischen. Einer der Kultisten ist dort, Alexios. Sein Name ist Odarkes. Du liest meine Nachrichten, Barnabas.
Ich habe nur mal reingelinst. Mhm. Hast du in Athen gefunden, wonach du gesucht hast? Ein paar Spuren, aber das wird nicht einfach. Naja, es ist ein Anfang. Jetzt können wir nur dem Weg vertrauen, den die Götter für uns gewählt haben. Ich bin nicht der Einzige, der nach meiner Mutter sucht. Der Kult wollte Nikolaus tot, dann sind sie auch mir auf der Spur. Oh, die sind dir nicht gewachsen. Das siehst du richtig. Ja, ist ja sehr überzeugt von sich. Ich guck mal ganz kurz, bei den Kultisten haben wir jetzt einen wieder aufgedeckt, glaube ich, oder? War mir nicht so? Ich bin mir nicht sicher, es könnte der hier gewesen sein, aber wir haben hier ein paar Ausrufezeichen. Unentdeckter Kultist, Brison versteckt sich in einem Marmorsteinbruch auf Salamis in Attika. Okay. Bereit zur Enthüllung, du hast alle Hinweise gefunden, enthülle jetzt den Standort auf der Karte. Ich schwöre bei meinem Leben und bei dem derer, die ich töten werde, dass ich den Kosmos nicht nochmal enttäusche. Aha. Wie es bei jungen Männern, die zu hübsch, zu reich oder beides sind, stets der Fall war, lebte Brison als Schwächling, der sich zu leicht von anderen ausbeuten ließ. Im Kult sah er eine Möglichkeit, dies alles zu ändern. Er würde stark, gefürchtet und geachtet werden. Im Gegenzug schwor er dem Kosmos, jeden zu foltern und umzubringen, der sich dem Kult entgegenstellte. 21, Level 21, den können wir uns theoretisch vorknöpfen. Hier, es gibt Informationen, gehe dem Hinweis nach, okay. Das können wir natürlich auch machen, bei denen hier weiß ich gar nicht, ob wir da Hinweise haben. Doch, haben wir. So, hier, das müssen wir dann lesen, um vielleicht die Hinweise zu finden. Also wie gesagt, das wird alles noch ein bisschen dauern, glaube ich. Und natürlich nicht mehr in dieser Folge, denn für heute ist mal wieder Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein und bis zur nächsten Folge. Euer Alexios Bexios. Ciao, mit V. Gehabt euch wohl.